Hallöchen, wir sind wieder da. Tommy, mein Bruder. Stirb! Okay. Wir sind hier gerade durch den, was war das? Hier ist der Brechraum und hier ist der... Hier ist, Homo Electronics GmbH. Okay. Ja, wir haben uns ziemlich lange im Brechraum aufgehalten. 18 Stunden, ja. Ja. Eine längere Sitzung. Ich habe auch nur eine Pistole. Und hier ist schon wieder... Irgendwo eine Ratte. Der pafft schon wieder. Eine Ratte? Hab sie gehört. Dreckige Ratte! Hörte. Da, da. Ach. Ah, hier haben wir wieder die Ikea-Kerzen. Wunderschön einfach. Heimelige Blutspritze an der Wand. Oh ja, das ist Kunst. Oh Gott, was war das? Was? Warst du das? Weiß ich nicht. Oh, ich muss mich ducken. Hier. Jetzt auch hier wieder ein bisschen hüpfen. Das war knapp. Zum zweiten Mal. Oh nein. Ich hasse diese Fußspuren. Diese oh, jetzt sehe ich es aber auch. Aber sie bewegen sich nicht so irgendwie, ne? Ja, Gott sei Dank nicht diesmal. Wahrscheinlich. Ja, ist auf jeden Fall romantisch hier. Der Romantisch. Das ist der Romantisch aus von Ikea übrigens. Romans Tisch. Ich weiß nicht genau, ob ich hier runter will. Das ist dann wo Homo Electronics. Auf jeden Fall. Guck mal, die haben ihre... Oh. Ja, der da reinguckt auch so. Wie kommt man denn hier zum zweckmäßigsten runter, ohne zu sterben? Ich glaube... Bring mal da. Warte mal, ich mach mal die... Kennst du doch. Ja, stimmt. Warte, ich versuch's mal. Aber dazu muss es cool mit Zeitlupe sein. Moment. Okay. No! Oh, ich glaube, das hat wehgetan. Spendierhosen. Ja, wer schmeißt denn da Fernseher runter? Das macht doch keiner. Ich geb's ihm hier. Oh. Oh, hier sind Gegner. Irgendwo, ja. Ich hab nur eine Pistole, ich brauche nur meine Waffe. Ey, wo ist denn hier wer? Ich mach mir jetzt meinen Weg hier. Ah, verdammt. Hey, diese Taschenlampe, die bringt auch übrigens sehr viel immer. Ja, wenn überall Fernseher stehen, die an sind, bringt's gar nichts. Ja, aber auch hier in den dunklen Stellen, so stehe ich hier und... Ach, ich weiß auch nicht. Alter Lachs. Wo? Ja, nee, Lachs war hier nicht. Ey, warte mal. Theoretisch müssen wir doch hier irgendwo ins Fernsehen kommen. Stimmt. Da macht einer irgendwie ganz Zeit so komische Geräusche. Geräusche. Geräucherter Lachs. Ich hab wieder was kaputt gemacht, ey. Oh! Was denn? Da ist schon wieder so ein Typ lang gerannt, gerade so von links nach rechts. Ja, so ein. Alter, gib dir mal die Musik. So. Jetzt ist er weg. Ey, da ist er wieder. Alter! Oh, was ist hier los? Da springen sie schon wieder. Was ist denn das jetzt für eine? Was ist denn da? Da ist wieder das Hecheln, ich schwör's dir, aus dem ersten Teil. Das ist irgendein Typ, der uns verfolgt. Ich hab grad nur so eine dreckige Lache gehört. Wir werden gejagt, okay. Von wem denn? Oh Gott. War der Alma? Ich hab grad nicht hingeguckt, da ist ein Fernseher auf mich gefallen. Ach so. Hab doch immer gleich an Alma denken. Geh mal vor, ich zieh mal an meiner Zigarette und mach kurz Pause. Oh Gott! Alter, was war das denn? Ich hab's auch gesehen. Echt? Ich wünschte, ich hätt's nicht gesehen. Das war ja mal der erste Moment, wo ich mich echt erschrocken hab. Also so. Ich bin froh, dass du im ersten Teil nicht Point Man gespielt hast. Also erschrocken habe ich mich schon ein paar Mal so leicht, aber das war schon... Das war mal überraschend, wenigstens so. Wo bist denn du? Hinter dir. Ach da, okay. Alter, hier kommt doch bestimmt ein fetter Kampf oder so ein Scheiß. Vielleicht kommt hier so ein Roboter-Viech. Oh ja, irgendwas... Was denn hier los? Irgendwas passiert jetzt. Guck
guck mal auf den Fernseher hier. Da kommt bestimmt was raus. Was hier los? Ich will nicht, ich will wieder raus. Hallo, was? Oh, da kommen Zombies. Und ich hab nur eine Pistole. Oh, Scheiße. Zombie. Krasser Scheiß. Headshot. Hab ich gerade Bullet Time an? Komm her, du blöder. Nee, du hast einen Zombie. Jetzt habe ich sogar eine Axt. Krasser Scheiß. Geil. Alter, jetzt mache ich hier richtig Action. Refrigeration. Okay. Jetzt macht er richtig Action. Einkaufswagen. Oh ja. Oh, da war schon wieder so ein. Langsam ist ein bisschen gruseliger geworden. Oh. Gesperrt. Ja, ganz fresh sieht er nicht mehr aus hier. Nee, ne? Den habe ich eben auch schon gesehen. Was ist denn hier jetzt los? Ach, ich habe jetzt coole Laseraugen. Alter, hier kriege ich doch schon wieder oben was rum. Ja, irgendwie. Das stimmt was vorne und hinten nicht. Das passt mir überhaupt nicht. Sowas hier. Echt? Krieg ich da? Ja. Der einzige Hoffnungsschimmer in diesem Spiel. Ja. Ich will eins haben. Weg mit der blöden, albernen Pistole. Die sind doch unzerstörbar. Geil. Definitiv. Oh, hier kommen sie wieder. Hoppala. Aus dem Nichts. Gibt's ja eigentlich auch irgendwo Waffen? Ja, der Lack oh, hat einen MG. Ich habe auch eine aufgesammelt schon anscheinend. Woher weiß ich jetzt nicht, aber. Oh Gott, oh krasser Penner. Aber mit der Pistole gehen die eigentlich, also ich lass die mal. Oh, diese Lache. Oh, scheiß, die war. Oh, geh weg. Was ist hier los? Hast du es nicht gesehen? War Alma da? Ja. War die dann. Da auf jeden Fall danach. Im Fenster? Oder so? Also dahinter war die? Ja, hier drin so. Hm, hab ich ganz kurz. Reporter-mäßig. Ich hab grad geguckt, wo kommt das her? Hab so nach links und rechts. Und dann hab ich hier geradeaus. Und hab ich noch ganz kurz irgendwas gesehen. Ich verpasst die Alma immer. Die kommen. Die sind immer so schnell weg. Alter! Mit dem Kopf durch die Wand. Was hast du denn? Ich hab grad nichts gesehen, was du anscheinend gesehen hast. Alter, mein Herz. Ich will nicht mehr. Ich bleib einfach hier stehen. Oh, was ist das denn? Wenn ich's dir gleich zeige, du wirst es verstehen. Oh, boah. Gottes Willen, ey. Cool. Ja, da bin ich mal gespannt drauf. Ich merk mein Herz gerade bis zum Hals. Echt? Ich bin jetzt schon wieder. Warum? Alter, was ist hier los? Alter, du hast ja zwei Waffen. Ja, ich hab grad so ein. Eigentlich wollte ich nur eine davon aufheben, aber dann hatte ich auch immer. Nein! Oh nein! Das war krass. Alter, hast du deswegen gerade Nein gesagt? Ich hab nur den Schatten gesehen. Ich bin schon ungefähr 20 Sekunden vor dir gestorben. Ich hab gerade geguckt, was du da gesehen hast, dachte ich das jetzt auch noch, und dann fällt dieses scheiß Regal auf mich. Das war schon nicht schlecht. Oh fuck. Okay, machen wir nochmal. Ja, den laden wir nochmal. Wo kommen wir denn jetzt hin? Ja, ich hoffe nicht allzu weit zurück. Glaube ich nicht. Irgendwo nach diesen Zombie-Dingern, denke ich mal. Aber dann sehe ich vielleicht diese Alma da nochmal hinter der Scheibe. Wenn vielleicht. Auf jeden Fall habe ich nur noch die Pistole und die. Okay, jetzt weiß ich, wie ich die Schockmomente vermeide. Oh, jetzt habe ich auch schon den Schatten gehabt eben. Du hast so einen Schatten. Einkaufswagen. Na komm. So, ich kann dir gleich sagen, wo die kommen. Also, wo sie vermutlich kommen. Hier vorne erstmal der Affe. Der Affe? Der steht auch nochmal auf.
Ich bin da ein bisschen ich laufe hier gerade ein bisschen verwirrt durch die Gegend irgendwie jetzt. So, komm mal her. Und jetzt geh mal hier vorne lang, rechts. Ey. Hier, wo ich hingucke. Okay. Dadurch und dann guck einfach geradeaus. Schauen wir mal. Nee, ist gerade nichts. Hä? Ja, diese Schockmomente kommen auch nicht immer. Nee, die kommen anscheinend nicht immer. Schade. Egal, also wir hatten auf jeden Fall auch... Aber einen kann ich dir noch zeigen. Oh Mann, diese blöde... Boah. Ja, den sehen wir dann auch bei dir wieder im zweiten Bild dann wahrscheinlich. Oh. Was war das denn jetzt für ein Scheiß? Mann, wer macht denn sowas? Oh! Oh Gott! Was denn? Oh, jetzt habe ich aber einmal gerade gesehen. Oh. Oh Gott. Alter, ja, ich wollte gerade gucken, wo du bist, dreh mich um und auf einmal. Aber ja, jetzt sich auch gleich wieder aufgelöst, die gute. Mann. Sind wir hier? Willst du nicht wieder diese zwei Waffen hier nehmen? Acht, liegen die da? Ja, klar. Ja. Oh Mann, oh Gott. War sie da eben schon wieder? Ich gehe hier nicht mehr rein. Das ist. Ich glaube, die hat sie gewohnt, oder? Ich weiß auch nicht, war ihr Zimmer früher. Ihr Zimmer, mitten in irgendeinem Supermarkt. Ja, wer weiß. Die tickt doch eh nicht ganz richtig. Ja, gut. Man kann es ja nicht übel nehmen. Nee, hier passiert nichts mehr. Ich laufe die ganze Zeit mit Ura rum. Geh da nie wieder rein. Jetzt kommt hier diese geile Szene wieder. Ja, die kommt. Ja, aber wir müssen mal durchlaufen. Weil sonst kracht wieder der Schrank auf uns. Oh, stimmt. Wo waren das? Hier links, ne? Und jetzt ja, laufen. Rechts. Oh, fuck, ich sehe einen Schatten im Schrank. Geh weg! Schrank meine ich. Achso. Oder Regal oder keine Ahnung was das ist. Ach du Scheiße. Oh, da kommen wieder Zombies. Aber die Genauigkeit ist nicht so geil bei den Waffen. Yeah. Aua. Alter, warum stirbt der denn nicht? Hilfe! Waffe ist ganz schön ungut. Au. Oh. Oh, bam. Gib ihm hart. Kommt noch mehr? Ja, noch mehr? Jetzt haben sie die Schnauze voll. Stöhnt mich voll an. Ich will nicht durch diese Gänge. Oh. Und Muni leer. Aber einen habe ich ja noch. Eine Wumme. Haben die auch noch was anderes als Schraubenschlüssel? Ah, die sind echt gut ausgerüstet. Schraubenschlüssel, Messer, Brechstangen. Ihre Aufgabe ist es einfach nur, uns zu schocken. Hinter dir ist einer. Oh. Na du? Kaffee trinken? Nee, er ist abgehauen von mir, hat sich aufgelöst. Oh, ich brauch mehr Blubberblasen. Definitiv. Hier ist ein Knöpfchen. Na, ich glaube, jetzt sind wir aus der Schock-Area raus. Vielleicht. Hier ist schon wieder so dunkel. Hä, warum habe ich gerade die Taschenlampe angemacht, obwohl ich nicht auf Taschenlampe gedrückt habe? Also nicht auf F gedrückt habe. Man weiß es nicht. Oh, der Raum sieht nicht happy aus. Oi. Oh, hier ist aber bestimmt gleich, kommt bestimmt gleich eine Liebesbotschaft. Fehlt jetzt noch die Badewanne. Stimmt. Das wär's natürlich. Da liegen übrigens noch Waffen. Ah, Penner. Hier. Hier. Jetzt ja Munition für diese Doppel. Ja, die benutze ich nochmal ein bisschen, glaube ich. Vielleicht gewöhne ich mich ja doch noch an die. Oh, hier, Geschäftsführer. Den wollen wir sprechen. Oh ja.
Ja, mal schauen. Vielleicht finden wir den guten Mann ja in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann.